Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vielleicht habt ihr es ja schon mitbekommen, wir haben uns für unseren Podcast mit neuer Technik ausgestattet. Unter anderem haben wir uns Shure SM7B Mikrofone besorgt, richtig gute Mikrofone. Und jetzt ist Shure auf uns zugekommen und hat gefragt, hey Leute, cool, dass ihr unsere Technik benutzt. Wollt ihr nicht auch mal in ihr Kopfhörer bzw. in ihr Monitoring mit unseren Modellen ausprobieren? Und da war ich sehr von angetan und habe mich sehr darüber gefreut. Jetzt haben wir hier Shure Ionic 215 bekommen. Und warum das ein ganz besonderer Allrounder auch für unterwegs ist, das schauen wir uns jetzt an. Also wie ihr sehen könnt, war Shure hier sehr spendabel zu uns. Wir haben hier drei verschiedene Farben. Wir haben einmal ein blaues Modell, einmal ein schwarzes Modell und einmal ein weißes Modell mit einem Case und einem Klinkenkabel. Also hier wäre jetzt quasi der Kopfhörer direkt ready dafür, um ihn hier an unser Podcast-Setting anzuschließen. Wir haben das auch schon mal ein bisschen ausprobiert. Es funktioniert echt super gut. Und wir haben hier in dem Kopfhörer, das sieht man hier in dieser durchsichtigen Version echt super gut, wir haben hier einen dynamischen Mikrotreiber drin und wir haben hier eben das Kabel, was sich hier so ein bisschen verbiegen lässt, sodass man sich das hinters Ohr führen kann. Das Ganze ist also ja, mehr Monitoring für Musiker. Das sieht man jetzt im Alltag so, wenn man jetzt im Bus unterwegs ist, vielleicht nicht ganz so oft. Aber das Ganze bietet tatsächlich einen sehr, sehr, sehr guten Tragekomfort. Und ich kann genau verstehen, warum sowas auch jeder Musiker, der auf der Bühne steht, benutzt. Also wenn man sich den Kopfhörer jetzt hier so ins Ohr steckt, dann kann man hier das Kabel, so wie man es braucht, hinter dem Ohr entlang führen. Das funktioniert hier auch mit meiner Brille ganz gut. Und das Ding ist halt eben, dadurch, dass man den Kopfhörer, wenn man hier jetzt dran zieht, dadurch, wie hier das Kabel angebracht ist, wenn man dran zieht, dann zieht das den Hörer im Prinzip ins Ohr hinein. Ja, also Spannung auf dem Kabel wirkt hier nicht so, als dass der Kopfhörer aus dem Ohr herausrutscht, sondern es wirkt genau das Gegenteil. Der Kopfhörer wird eher weiter in das Ohr hineingezurrt, sage ich mal. Und dadurch kommt halt eben dieser unfassbar gute Tragekomfort zustande. Und man kann hier wirklich alles machen und der Kopfhörer bewegt sich nicht von der Stelle. Deswegen verstehe ich jetzt auch, warum alle Musiker eine solche Art von Kopfhörern benutzen. Aufgrund der Form und aufgrund dieser, ja hier sind Formtipps dran, vielleicht kennt ihr die. Die sind so ein bisschen wie Oropax, nur dass man die halt eben hier noch eine Öffnung hat, damit der Sound durchkommt. Dadurch wird halt eben der Kopfhörer besonders gut abgeschirmt von der Außenwelt und man hat hier ein relativ gutes, ich nenne es jetzt mal ein Noise Cancelling, nur aufgrund der guten Abschirmung der Kopfhörer. Das hat nichts mit Technik zu tun, also wir haben ja kein technisches Noise Cancelling. Aber dennoch wird der Kopfhörer hier die Hintergrundgeräusche um bis zu 37 Dezibel verringern. Und das finde ich auch ziemlich krass, man bekommt ziemlich wenig von der Außenwelt mit, wenn man den Kopfhörer benutzt. Wenn wir jetzt das mal vergleichen mit einem ANC-Kopfhörer, wo halt wirklich Technik im Hintergrund arbeitet, da sind wir aktuell, wenn man so nach den Zahlen geht, die die Hersteller angeben, so bei minus 45 Dezibel und dann sind minus 37 Dezibel gar nicht so viel weniger. Der Kopfhörer hat einen MMCX-Adapter und das bedeutet, man kann hier den Hörer ganz einfach vom Kabel abklipsen. Das bedeutet, wenn man jetzt mal einen Kabelbruch hat, dann hat man hier keine Probleme, dass man direkt den ganzen Kopfhörer neu kaufen muss, sondern man kauft sich einfach ein neues Kabel, da gibt es entsprechenden Ersatz und dann kann man den Kopfhörer weiter benutzen. Das heißt, wenn der Kopfhörer nicht mehr funktioniert, dann erstmal das Kabel checken. Das kostet nur ein paar Euro gefühlt. Wenn das nichts bringt, dann ist es der Kopfhörer. Aber man muss hier nicht den ganzen Kopfhörer wegwerfen, nur weil man irgendwie mal einen Kabelbruch hat. Tom, vielleicht kannst du mal kurz die Klappe halten. Danke! Und dieser MMCX-Stecker, der sorgt nicht nur dafür, dass man den Kopfhörer vom Kabel trennen kann, sondern dass man hier auch noch was anderes anstecken kann, was es vom Shure im Produktportfolio gibt. Diesen True Wireless Adapter. Und das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Denn mit diesem Adapter kann man aus seinem kabelgebundenen Studio-Monitor einen Bluetooth-Kopfhörer für unterwegs machen. Und das hat mir im Test ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Wir haben hier jetzt nochmal eine Box, die so ähnlich aussieht wie die von den kabelgebundenen Verpackungen, aber hier drin ist ein Akku. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir hier einen USB-C-Port, wo man das Ganze dann laden kann und wir haben hier auch eine LED, die anzeigt, wie viel Akku die Ladebox noch hat. Und in diese Box kann man dann diese wunderbaren zwei Adapter reintun, die so aussehen. Das sind die Adapter und hier könnt ihr sehen, hier ist dann wieder so eine Steckverbindung, wo man dann den Kopfhörer dran machen kann. Und das ist tatsächlich eine ziemlich praktische Sache, wie ich finde. Wenn man einen Kopfhörer haben will, der gut klingt, worauf wir gleich zu sprechen kommen, und halt eben für
keine Ahnung, wenn ihr beispielsweise in einer Band spielt, für den Proberaum geeignet ist, aber vielleicht auch sogar für den Sport, wenn ihr ins Fitnessstudio geht. Und hier kann man auch jetzt den Kopfhörer ganz einfach dranklicken und dann haben wir hier einen Bluetooth-Kopfhörer. So sieht das Ganze jetzt also aus, wenn man das in die Ladebox packt. Ziemlich schick, wie ich finde. Ich finde das Ganze ziemlich genial, muss ich sagen. Und hat mir im Test auch gut gefallen. Um auf die technischen Daten zurückzukommen, wir haben hier jetzt Bluetooth 5 mit am Start. Und was ganz besonders wichtig ist natürlich, ist der aptX-Codec von Qualcomm. Alle Handys mit Snapdragon-Prozessor unterstützen diesen Codec und der liefert einfach nochmal eine höhere Bandbreite, als das die Standard-Codecs machen und liefert dementsprechend auch eine bessere Soundqualität. Zudem haben wir hier auf jedem Hörer einen Knopf jeweils auch integriert, der dann, wenn man sich das Ganze in die Ohren steckt, was ich jetzt mal machen werde, dann eben auch benutzbar ist und somit halt auch eine Bedienbarkeit mit sich bringt. So wie man das von einem ganz normalen Bluetooth-Kopfhörer eben kennt. Also hier sitzt das Ganze dann. Ich finde, das ist hier sehr praktisch, weil man drückt hier quasi gegen den Knochen. Das Ganze zieht hier auch, genauso wie das Kabel gebunden ist, den Hörer so ein kleines bisschen nach hinten und dementsprechend ist der Kopfhörer hier super safe im Ohr drin. Da passiert wirklich gar nichts und dementsprechend ist es auch für den Sport geeignet, wie ich finde. Dazu kommt halt eben auch, dass das Ganze noch mit IPX4 vor Spritzwasser geschützt ist. Das bedeutet, Schweiß kann dem Ganzen hier auch einfach nichts anhaben. Für diese Bluetooth-Adapter gibt es auch eine App, so ähnlich wie ihr das vielleicht von normalen Wireless-In-Ear-Kopfhörern, etwas hochpreisigeren In-Ear-Kopfhörern kennt. Wir können hier nämlich zum Beispiel die Bedienung verändern. Wir könnten noch den Equalizer anpassen. Das funktioniert hier sogar noch in einer sehr, sehr advanceden Form. In den meisten Apps ist das gar nicht so detailliert beschrieben bzw. machbar, wie das hier der Fall ist. Da zeigt Shure auch nochmal wieder, dass man hier ja eben in einem Profibereich unterwegs ist. Und dann hat man hier auch noch die Möglichkeit, natürlich Updates auf diese Bluetooth-Adapter draufzuladen. Und dementsprechend ist immer gewährleistet, dass das Ganze hier optimal funktioniert. Es gibt hier auch noch ein Environment-Modus, der dafür sorgt, dass die Umgebungsgeräusche verstärkt werden. Das bedeutet, ihr könnt also beispielsweise an einer vielbefahrenen Straße ziemlich gut hören, ob da jetzt ein Auto kommt oder nicht. Gerade weil der Kopfhörer doch sehr gut von der Außenwelt abschirmt, ist das sehr, sehr nützlich. Zum Beispiel, wenn ihr damit joggen gehen wollt und so lauft ihr nicht Gefahr, dass ihr beispielsweise ein Auto oder ein LKW überhört. In Sachen Akkulaufzeit liefert Shure hier wirklich ziemlich gut ab, muss ich sagen. Das Ganze hier ist nicht besonders kompakt. Es ist vielleicht jetzt nicht für jeden was, aber zumindest bietet es halt eben Platz für Akkus und Akkulaufzeit. Und hier sind laut Hersteller bis zu 8 Stunden drin bei moderater Musiklautstärke von ungefähr 50%. Ich benutze im Testen etwas höhere Lautstärke und auch damit habe ich immerhin rund 7 Stunden geschafft. Das ist ein ziemlich guter Wert, gerade wenn man das mal mit der Konkurrenz von anderen In-Ear-Kopfhörern vergleicht, dann ist man da auf jeden Fall im oberen Feld mit dabei. Mit der Ladebox, die dabei ist, kann man so auch noch mehr Ladezeit rausholen. Insgesamt laut Hersteller 32 Stunden. Ich würde jetzt mal sagen, im normalen Alltag benutzt man sowieso nicht dieses Ladecase. Immer so, dass man sagt, ich mache die Kopfhörer komplett leer und lade sie erst dann wieder auf, sondern es ist eigentlich immer so ein Nachladen. Aber ich denke mal, damit sollte man so eine gute Woche eigentlich auskommen, ohne dass man eine Steckdose benötigt. Natürlich immer ein bisschen in Abhängigkeit davon, wie ihr halt auch so Musik hört. Kommen wir zum wichtigsten Teil, nämlich wie klingt der Kopfhörer überhaupt? Und da muss ich sagen, bin ich sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Eigentlich nicht, weil ich habe jetzt von Shure schon erwartet, dass das nicht schlecht ist. Aber ich habe das mal so ein bisschen mit Wireless In-Ears verglichen, was eigentlich so ein bisschen ein hinkender Vergleich ist, weil wir haben hier halt eben einen Monitoring-Kopfhörer beziehungsweise halt so einen Hybrid-Kopfhörer. Deswegen ist das jetzt nicht unbedingt die beste Vergleichsgrundlage, aber ich denke, für euch ist es am einfachsten so und vor allen Dingen am besten so nachzuvollziehen. Ich habe die Kopfhörer mal mit den Sony Wave 1000 XM4 verglichen. Das ist aktuell so der beste ANC-Kopfhörer auf dem Markt und auch mit den Libertron R Plus. Und ich muss sagen, mit beiden Kopfhörern können die Shure hier auf jeden Fall mithalten. Also ist es auf jeden Fall ein gleichwertiger Sound, wenn nicht sogar noch mal ein bisschen besserer Sound, den Shure hier liefert. Ich muss sagen, im Hochtonbereich haben wir hier einen sehr weichen Klang. Die Kopfhörer sind nicht besonders scharf. Das kennt man zum Beispiel von den Soundcore Liberty 3 Pro. Ich persönlich mag das da, aber es ist auf jeden Fall auch schön, dass es hier so, ja, weiche Höhen sind, die aber trotzdem sehr definiert sind. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Zudem liefern die Kopfhörer auch im Bassbereich
wirklich eine sehr gute Performance, auch wenn ich sagen muss, dass im Subbass-Bereich bei anderen Kopfhörern durchaus vielleicht noch mal ein bisschen mehr drin ist. Was mich auch überrascht hat, ist, dass man bei dem Kopfhörer, wenn man denn richtig gute Audioqualität hat, wenn man beispielsweise Streamingdienste wie Tidal benutzt oder halt eben auch hochauflösende Musik selbst besitzt, dann hat man hier sogar bei Live-Aufnahmen die Möglichkeit, dass man Raum- und Hall-Effekte hört. Man kann also durchaus hören, in was für einem Raum wurde Musik aufgenommen. Man hört halt eben den Hall und das ist in der Preisklasse von dem Kopfhörer eigentlich auch gar nicht so selbstverständlich, wie ich finde. Preis ist auch ein gutes Stichwort. Ihr habt hier die Möglichkeit, die Ioniq 215 im Bundle mit den Bluetooth-Adaptern für so rund 190 Euro zu bekommen. Wenn ihr sagt, hey, ich will eigentlich erstmal nur den Kopfhörer haben und ich brauche hier diese Bluetooth-Dinger vielleicht gar nicht und ich bin mit dem Kabel vollkommen fein, dann ist das natürlich auch cool, dass es das Ganze einzeln gibt. Der Kopfhörer an sich mit Kabel kostet nämlich nur so rund 90 Euro und das ist dann wirklich für die Klangqualität ein sehr guter Preis, wie ich finde. Aber auch im Bundle mit dem Bluetooth-Adapter finde ich den Preis auf jeden Fall gerechtfertigt. Man muss dazu sagen, man hat halt kein Active Noise Cancelling. Das ist das, was die Hersteller anderer Wireless-In-Ear-Kopfhörer da schon bieten, wo Shure jetzt halt eben ein bisschen Abstriche machen muss. Aber ich finde, das ist halt hier auch einfach so ein wirklich sehr besonderes, spezielles Allrounder-Paket. Wenn man wirklich jemanden hat, der ein Musiker ist, der audiophil ist, der sich halt eben mit dieser ganzen Thematik in irgendeiner Form beschäftigt, aber eben auch einen Wireless-In-Ear-Kopfhörer haben möchte und da wenig Verlust im Klangerlebnis haben möchte, dann finde ich, kann das hier, wenn man hier mit diesem Konstrukt leben kann, eine wirklich sehr, sehr gute Möglichkeit, um halt eben beides unter einen Hut zu bringen und ich finde, das ist eine sehr, sehr coole Sache. Mich würde jetzt interessieren, was haltet ihr davon? Ist das ein Konzept, was ihr im Alltag nutzen würdet? Habt ihr schon mal Shure-Kopfhörer zum Musikhören ausprobiert? Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert unseren Kanal, ihr kommt hier jetzt zum nächsten Video und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!